Ja, willkommen auf Atoms, Freunde. Ich habe mich hingesetzt. Wir haben ein bisschen gearbeitet und zwar ein Haus einrichten, den wir auch wieder verkaufen wollen. Erfordert viel Arbeit, viel Denken. Wir haben aber hier ein anderes Thema. Wir haben hier eine Immobilie zu präsentieren. Ist 1 plus 1. Ich schätze 40, 45 Quadratmeter netto. Nagelt es mich bitte nicht fest, wenn es größer oder kleiner ist. Das Gute ist, dass die Immobilie komplett eingerichtet ist. Und was wir heute erst einmal so gehört haben, ist auch interessant. Es gibt einen Bus, der euch von hier fünfmal am Tag runterfährt, auch dort anhält. Bus heißt kleiner Bus. Wo ihr einkaufen wollt und euch wieder hierher bringt. Also, wenn Menschen diese Immobilie kaufen würden, die nicht mobil sein wollen, dann ist es möglich, weil Mobilität von der Nebenkostenzahlung bezahlt wird. Man zahlt hier 400 Euro im Jahr, das sind ungefähr 35 Euro ungefähr im Monat für Pool, Fitnessstudio, Sauna und alles andere habe ich jetzt von den Eigentümern erfahren, ist übrigens Amerikaner. Er sagt, alles funktioniert hier. Dann gehen wir die Wohnung durch, Jenny. Bei 40 Quadratmeter muss man nicht viel rumlaufen, aber was wir zeigen können, ist, dass die Wohnung picobello ist. Baujahr 2022. Und Preis geht meiner Meinung nach auch. Auch schau mal, wie die Wasserflaschen und so weiter hingestellt haben. Wo sind wir denn? Ja, wir sind Ober. Ober ist ja territorial eigentlich einer der größten Siedlungsgebiete in Alanya. Man hat hier grandiosen Bergblick, aber das zeige ich euch. Also das ist die Küche. Die Elektrogeräte sind gemischt. Bosch und Arçelik. Und Bosch, richtig schöne, ich glaube, Black Edition Geräte, freistehender Kühlschrank, ansonsten viel Stauraum. Schau mal, Jenny, wirklich sehr, sehr sauber und das gefällt mir einfach. Und hier hat man dieses Problem auch sehr gut gelöst. Man hat zwei Barhocker und ansonsten eine Granitplatte als Bar gemacht. Also es ist an alles gedacht worden. Und hier hat man dann Wohnbereich. Also wenn man fernsehen möchte, könnte man sich hier hinsetzen. Klimaanlage ist montiert, man hat ein neues Fernseher da. Und die Fenster sind per PVC. Und wir haben hier auch einen Balkon, Freunde. Bergblick habe ich denn euch viel versprochen. Ich habe letztens Kitzbühel angeschaut, Jenny. Wo Quadratmeterzahlen und so weiter so enorm hoch waren, wo ich mir gedacht habe, Leute, wenn man ein bisschen Geld hat, könnte man das Geld hier für eine Wohnung investieren, Ferienwohnung, und man könnte 4-5 Mal im Jahr herflüchten und das Leben auch mediterran genießen. Also Berge haben wir hier genug, das Meer, die Klima, macht auf jeden Fall Sinn. Auch Bodenfliesen, hell gehalten, Jenny. Wie gefällt es dir denn die Wohnung? Gib mal ein bisschen laut von dir. Ja, man hört mich wahrscheinlich jetzt nicht so gut, aber die Wohnung ist wirklich fantastisch. Hier haben wir das Badezimmer mit einer gelungenen Duschkabine. Ansonsten Durchlauferhitzer, Waschbecken hier mit Unterschrank. Also man hat hier wirklich, muss ich den jungen Mann echt loben. Der hat wirklich Stil bewiesen. Und dann gehen wir in das Schlafzimmer. Hier hat man die Betten als Boxspringbett meistens. Ihr seht es ja, geht bis zur Hüfte von mir. Und das sind ungefähr 70 cm hoch. Aber Fernseher hat er hingebracht. Dann hat man hier schöne Vorhänge. Französisches Balkon, Schiebetüren, man kann von außen putzen. Also ich finde für eine Ferienwohnung wirklich super. Und was der gemacht hat, Jenny, er hat Vorhänge
und Zebras. Also man kann sich aussuchen, Leichtlicht oder komplett dunkel. Klimaanlage auch hier montiert. Und er hat vorhin gezeigt, das Bett hat ja meistens einen Kasten, Aufbewahrungskasten, den man von hier aufmacht. Hier hat er das seitlich machen lassen. Schaut euch das an, Freunde. Ihr könnt es komplett voll machen. Die ist seitlich zum Öffnen, wahrscheinlich von der anderen Seite auch. Genau, hat er gesagt, custom made. Okay, ansonsten, wenn man seine Schuhe anziehen möchte, hierher. Also, ich habe ja in München eine Vorliebe für die kleineren Wohnungen gehabt, weil das alles überschaubar ist, wenn man sauber ist und nicht sich an unwichtigen Sachen bindet und alles irgendwie sammelt, dann ist so eine Wohnung auf jeden Fall genau das Richtige. Auch Waschmaschine, farblich und so weiter, richtig schön gemacht. Also ich muss sagen, wenn man will, dann kann man auch einen kleinen Raum so gemütlich gestalten, dass man nichts anderes braucht. Ansonsten hat man Display, Türöffner. Die Anlage hat auch Stellplätze draußen und davon wirklich genug. Wir haben 20 Plätze jetzt frei gehabt. Wir würden euch dann am Anfang auch die sozialen Aktivitäten zeigen. Ansonsten, Preis interessiert euch wahrscheinlich. Also 110.000 Euro will der Eigentümer dafür haben. Vielleicht, wenn ernsthaft Interesse ist, kann man ein bisschen noch verhandeln. Aber ansonsten, für mich ist ja wichtig, wenn ich eine Immobilie kaufe, wie viel Liebe ich noch investieren muss. Ja, wenn man 3, 4, 5 Monate erstmal damit beschäftigt ist, die Schandflex aufzuheben, zu putzen, Silikon ziehen, Elektriker holen, das macht einen müde. Hier müsste man gar nichts machen, seinen Koffer mitnehmen, einziehen und Leben anfangen. Also ein Schlafbereich, einmal Wohnbereich mit eine. In Deutschland hat man ja meistens Kochnischen, aber Jenny, das ist mehr als ein Kochnische, das ist richtig schön gestaltete Küche. In diesem Sinne, das war's von uns. Bis nächstes Mal. Ich denke, auch wenn ihr nur 3 Monate hier leben wollt, ist diese Investition wert. Glaubt mir, Freunde, wenn ihr vor 3, 4 Jahren mir geglaubt hättet, hättet ihr einen Mehrwert gehabt. Und jetzt ist mit dieser Wohnung immer noch dieser Mehrwert da. Bis bald.